Aber man hört sie manchmal, obwohl man sie nicht mehr sieht. Also man hört das Wasser. Und dass es Wasser gibt, das merkt man an den Platanen. Wir wollen hier abbiegend den Ilissos hinabgehen. Dann können wir, wo es uns gut dünkt, in Ruhe uns niedersetzen. Phaedros, zum Glück, wie es scheint, bin ich gerade unbeschuht. Du bist es ja alle Zeit. Das Einfachste nun ist es für uns, die Füße benetzend das Wässerlein hinabzugehen. Und auch nicht unangenehm ist es zumal in dieser Jahres- und Tageszeit. Sokrates, so gehe zu und sieh dich zugleich um, wo wir uns niedersetzen können. Phaedros, nun siehst du dort jene höchste Platane. Sokrates, wie sollte ich nicht? Phaedros, dort ist sowohl Schatten als auch ein mäßiger Luftzug, auch Rasen, um uns niederzusetzen oder, wenn wir lieber wollen, uns niederzulegen. Sokrates, so magst du nur zugehen. Phaedros, sage mir, o Sokrates, erzählt man nicht, von hier aus irgendwo am Ilissos habe Boreas die Oretia geraubt? Sokrates, so erzählt man. Phaedros, vielleicht also von hier aus? Gefällig wenigstens und rein und durchsichtig ist das Wässerlein anzusehen und recht geeignet für Mädchen an ihm zu spielen. Aufs Beste hast du mich, den Fremdling, geführt, mein lieber Phaedros. Phaedros, aber wirklich, oh du Bewundernswürdiger, du erscheinst als ein gar seltsamer Mensch. Denn geradezu, wie du sagst, einem Fremdling gleichst du, der sich hier herumführen lässt, nicht einem Einheimischen. So gar nicht kommst du aus der Stadt, weder über die Grenze, noch, wie es scheint, gehst du auch nur über die Stadtmauer hinaus. Sokrates, halt's mir zu gut, mein Bester. Ich bin eben lernlustig. Die Felder und die Bäume nun wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt. Es war die alte Platane, unfern den Mauern Athens. War jener heiligschattige, vom Dufte der Keuschbaumblüten erfüllte Ort, den Weihbilder und fromme Gaben schmückten zu Ehren der Nymphen und des Achelons. Ganz klar fiel der Bach zu Füßen des breit geästeten Baums über glatte Kiesel. Die Grillen geigten, auf dem Rasen aber, der sanft abfiel, so dass man ihn liegend den Kopf hochhalten konnte, lagerten zwei, geborgen hier vor der Glut des Tages. Ein ältlicher und ein junger, ein hässlicher und ein schöner, der Weise beim Liebenswürdigen. Und unter Artigkeiten und geistreich werbenden Scherzen belehrte Sokrates den Phaedros über Sehnsucht und Tugend. Ουζάκι, τσίπουρα, τσικουδιά. Πρώτον μεν, το της Ακροπόλεως είχε τότε, ουχ ως τα νυν έχει. Νυν μεν, γαρμία γενωμένη, νίξ, υγρά, διαφερόντος γης αυτήν ψηλήν περιτίξασα πεποίηκε, σεισμόν άμα και πρώτης επιδευκαλίων ως φθοράς, τρίτου πρώτερον ύδατος εξαισίου γενωμένου. Το δε πριν ενετέρω χρόνο μέγεθος μεν ειν προς τον Ηριδανών και των Ηλισσών από βεβικία και περί ηλιφία εντός την πνίκα και των λικαβητών όρων εκ του καταντικρή της πνικός έχουσα, γεώδης δίν πάσα και πλην ολίγων επίπεδος άνωθεν. Die Stadt aber war in der damaligen Zeit auf folgende Weise angelegt.
Die Burg zuvörderst befand sich damals in einer anderen Umgebung als jetzt. Denn jetzt hat eine besonders regnerische Nacht die Erde ringsherum aufgelockert und von ihr weggespült, indem zugleich Erdbeben und eine gewaltige Wasserflut, die dritte vor der Zerstörung zur Deukalionszeit, entstanden waren. Sodann zog sich ihre Ausdehnung in früherer Zeit bis zum Eridanos und Elissos hinab, fasste die Pnyx in sich und hatte der Pnyx gegenüber den Berg Lykabettos zur Grenze. Auch war die ganze Höhe mit Erde bedeckt und mit wenigen Ausnahmen eben auf ihrer Oberfläche. Ja, also da hast du auch die Pnyx, die du magst, ja. Nicht wahr? Da haben wir praktisch die Urschöpfung der Welt, zunächst der ganzen Welt, dann Griechenlands und der Insel im Besonderen und dann auch noch der Stadt, genau, mit den Flüssen. Das heißt, das war eine kosmische Vorstellung, die praktisch im Zentrum dann Athen gesehen hat. Ja. Wie man es heute manchmal so als Zoom sieht, wenn die aus dem All so runterfilmen und sich so eine Stadt aussuchen, sagen wir New York oder genau, Paris. Ja. Und eigentlich war das in der alten Welt Athen. Das ist genau praktisch die erste Stadt, die sich quasi als im Zentrum des Kosmos, ja, verstanden hat. Ja. Aber schön ist halt, dass das praktisch zuläuft auf so ein Ziel hin. Man hat ja relativ gesehen auf dem Erdball, ein relativ kleiner Ort, überschaubar, am Meer. Der hat aber schon Besonderheiten, nicht? Der hat diese Hügel. Und er hat so ein paar Flüsse und eine schöne Bucht übrigens. Und das ist klar, dass da ein Teil der Menschheit unbedingt siedeln will. Ja, es wird auch vorhin erwähnt, dass es sehr fruchtbar, ja, gewesen sein soll, weil ja das schon damals karg war. Also schon damals war, ja, die Erde dünn. Ja. Und es heißt aber, dass es vorher nicht so war. Ja. Dass es vorher viel Holz hier war und, ja, und Pflanzen und so. Also halt tropische Wie wir Zustände es aus der Bibel kennen. Genau. Nicht? Also, da gibt es die Vorstellung vom Paradies, das ist einmal gewesen. Und ab dann müssen die Menschen aber viel tun, um wieder Fruchtbarkeit herzustellen. Nicht? Ja. Aber in den Zeiten, in denen das erzählt wird, sind das natürlich schon sozusagen ferne Legenden von, ja, von Wundertieren. Und da sind wir wieder beim Aberglauben und überhaupt. Ja. Ja. Ich meine, das sind ja Texte im Übergang. Nicht? Wo, bei Platon ist eben absolut dieser Übergang vom Mythos hin zur Wissensgesellschaft, zum Philosophie. Und da kommen eben lauter so ironische Wendungen rein. Wir können es nicht mehr genau sagen. Und die Namen haben sich auch geändert. Aber irgendwie stimmt es schon auch. Ich mag diese Übergangszeit so gern.